Fuck! Ich bin hier rein runtergefallen, ich bin hier runtergefallen! Enderman! Skelett! Scheiße, 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 scheiße! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Marco von Pimmel Belida. Ja, ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken, ich Idiot. Ja, auch herzlich willkommen zurück. Ich habe mir gerade hier schon wieder in den Mund fusselig geredet. Und da kommt Tobi plötzlich mit der Nachricht: Oh, Entschuldigung, ich nehme gerade nicht auf. Ich dachte, ich guck mal so drauf, ne? Naja, egal. Wir waren, also ich habe angeschnitten: Bayern, Triple, Fußball allgemein hatte ich angeschnitten. Und jetzt einfach nochmal: Tobi, was hältst du von Fußball? Und ich weiß ja, du bist nicht so der Fußball-Fan. Also, du, mein Gott, für dich ist ein Sport oder so. Und wieso fasziniert dich das Fußballspiel nicht? Oder wieso? Keine Ahnung, erzähl einfach mal, was du von Fußball hältst oder so. Ja, Fußball ist halt eine schöne Gemeinschaftssportart, die man ab und zu mal macht. Ups, sorry. Wow, was hast du denn jetzt hier gemacht? Hey! Ich glaube, ich zu dir graben. Die man ab und zu mal machen kann, aber ich finde so auf Dauer, ja, die ganzen Profifußballer halt, es ist. Ja, das ist wirklich ein bisschen super bewertet. Ja, ich finde, das ist auch einfach zu überbewertet. Ich finde Fußball schöner Sport und so. Und auch. Kann spannend sein. Ich fieber auch immer mit, wenn mein Lieblingsverein spielt. Gar keine Frage, aber ich finde einfach, es wird viel zu hoch gehalten. Also viel zu überbewertet. Nach dem Bayern-Sieg, Champions League gegen Borussia Dortmund, ihr glaubt gar nicht, wie viele Talkshows über Fußball geredet haben. Wir waren ja gerade in Spanien und mein Gott, da haben wir das alles ein bisschen gechillt gesehen, haben wir da auch irgendwelche Talkshows geguckt, die mitten in der Nacht gekommen sind. Ihr glaubt gar nicht. Da gab es dann so Themen wie: Was können wir aus dem Bayern-Sieg lernen? Ich meine, was willst du denn daraus lernen? Ich meine mal ganz ehrlich, Fußball. Spaß, es ist nur ein Spiel. Wir sind jetzt vielleicht die beste Mannschaft Europas. Ja, wir Deutschland sind richtig toll im Fußball. Schön. Und jetzt sag mir mal bitte eine, was wir daraus lernen wollen. Nichts. Dass Bayern viel Geld hat und sich 1000 gute und sich gute Spieler kaufen kann. Ja, dann soll das Geld immer für was Sinnvolles ausgeben. Ja, dass Borussia Dortmund mit Leidenschaft spielt. Also das war immer der Streitigkeit. Ja, Bayern hat viel Geld, deswegen sind die so gut. Und Borussia Dortmund spielt dann einfach mit Leidenschaft. Ja, ja. Ganz kurz, könntest du vielleicht mal zum Runterkommen, dass wir ein bisschen wieder zusammen sind? Weil hier ist nämlich irgendwie viel Lava und so. Ich habe mich ein bisschen verlaufen hier. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich habe einen Dungeon gefunden. Komm mal den Weg runter, den ich gemacht habe. Enderman! Scheiße, Enderman! Wo bist du? Ich komme dir zu Hilfe, falls ich den Weg nach unten finde. Nein! Scheiße! Fuck! Du hier rein? Ich komme wieder sofort zu dir gerannt. Da ist er. Scheiße, ich seh ihn. Ich komme wieder zu dir gerannt. Ich bin bei dir. Ich stehe hier. Scheiße, da ist auch ein Zombie. Den mach ich mal kurz fertig, den Zombie. Fuck, der Enderman. Scheiße, der darf hier nicht reinkommen. Ich muss das hier verteidigen. Ich laufe im Regen durch den Wald. Scheiße, wie viele Zombies sind denn hier? Bitte. Der Dungeon, Tobi? Ja. Einmal kam der Enderman. Ja. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Ich tue hier mal kurz diesen kleinen Weg hier verteidigen. Alter. Beeil dich bitte, weil ich. Ah, fuck, da kommt schon wieder Monster. Ich stehe herum und tu hier mal. Guck, dass du immer nur Kerzen hast. Ja, ich habe 27 am Start. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo wir lang gegangen sind. Ich sehe deinen Namen. Ja, komm hierher. Ich stehe hier direkt vor dem Dungeon und den Enderman sehe ich ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wo wir reingegangen sind, so richtig. Warte mal ganz kurz, ich mache hier mal kurz ein Loch, vielleicht sehe ich den Enderman dann besser, vielleicht kann ich ihn dann aus der Distanz. Sind wir nach dem Hügel, als wir runtergesprungen sind, den Hügel nach links und nach rechts gelaufen? Hügel? Da, wo wir den Ofen hatten auf dem Hügel, sind wir da, wenn wir unten sind? Wir sind runter zum See und dann da, wo die vielen Schweine sind. Hier, da muss irgendwo so steilen, der Enderman. Enderman, du Kackbratze! Wir sind so gelaufen, also dann wieder zurück in der Höhle. Okay, hier ist er nicht. Deswegen ist er da unten, der Name. Du machen. Ich renne jetzt einfach die ganze Höhle runter. Ich hoffe, ich find's.
Ach komm. Wo bist du? Da sind deine ganzen Sachen, ich seh's. Fuck! Ich bin hier rein runtergefallen, ich bin hier runtergefallen! Enderman! Skelett! Scheiße, 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 scheiße! Und wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Spawner? Wo? Bau dich ein, wenn du nicht mehr genug Leben hast. Wo ist der Spawner? Wo ist der Spawner? Wo ist das Skelett hin? Wo ist denn das hin? Ah, ich bin dran vorbeigelaufen. Scheiße. Halt's Maul, du scheiß Schlampe. Okay, Skelett erledigt. Pimin? Schau! Enderman! Nein, hab ich gesehen! Ah! Oh, ich hab ihn getötet. Ich find's nicht mehr, Pimin, ich find's nicht mehr. Oh, ich hab ihn nicht getötet, er hat sich wegteleportiert. Ich hab's! Tobi, komm hier runter! Wo ist er hin? Wo ist der scheiß Enderman hin? Wo ist er hin? Wo bist du hin? Komm zurück! Scheiße! Alter, ich glaube, ich habe ihn getötet. Weiß man nicht, er ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Ich bin gleich bei der Schlucht. Er ist nicht mehr hier, der Enderman. Ja. Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Habe ich ihm gegeben, was? Habe ich dir gegeben, scheiß Enderman! Man! Ich bin gleich da! Adrenalin ist gerade richtig hochgekommen, das glaubst du gar nicht. Ja, das ist ein Zombie! Geh da weg, Zombie! Links oder rechts? Links. Boah, ich grab mal das Gold ab. Das würde ich auch noch machen. Warte, wo ist dein Name? Ah, ich hab ihn, ich sehe deinen Namen. Ich bin da! Die ganzen Sachen liegen noch da. Ja, nicht mehr alles. Ich habe viel von dir mitgenommen. Ich schmeiß dir das gerade mal raus, ja? Ich brauche erstmal was zu essen. Ja, ich habe noch was zu essen. Also, das ist von dir und das ist von dir und... Vor allem die Spitzhacke und das Schwert. Das gehört auch dir. Und die Kohle kann ich mal behalten und so. Ich gebe dir jetzt mal nur die wichtigen Sachen. Hast du noch Sachen. Das gehört auch dir. Ja, hier, warte, Kobel. Ich brauche unbedingt noch Essen. Hier, warte, kann ich dir ein bisschen was geben? Ich habe noch ein bisschen was. Hier, warte. Da, was zu essen. Brenn mal das Eisen. So, hier habe ich eine Truhe von dir. Ich habe zwei Workbenches, eine gehört auch dir. So. Ich brauche jetzt mal eine Eisenaxt. Ich glaube, es ist besser, wenn wir zusammenarbeiten. Ja. Warte, ich stelle jetzt mal kurz eine Workbench auf, damit ich mir eine Eisenaxt machen kann. Ja, Mann, ich habe einen zweiten Bogen. Juhu. Leg mal kurz noch dein Eisen zum Brennen rein. In den Ofen. Da hinten ist Smaragd auch. Ja, ich habe schon gesehen. Kannst du mal kurz dein Eisen hier reinlegen noch? Warte, mein Minecraft buggt gerade übel. Jetzt geht's wieder. Ich komme wieder zurück. Mein Eisen, so, ich brauche gleich Eisen. Noch ein Chestplate. Ah, oh, ich habe viel zu viel Eisen. Das kriege ich gar nicht alles rein. Ich habe zwei Stacks. Sorry. Ja, leg einfach mal rein. Boah, das ist Hammer hier. Extrem geil. Warte mal. Das ist so extrem. Ich nehme das jetzt hier gerade mal raus. Oh, ich werde schon wieder beschossen. Aus dem Eisen ist dann übrig bleibt. Ich würde sagen, wir bleiben hier mal. Oh, das Skelett kam von da. Aus dem Eisen, das übrig bleibt, würde ich sagen, machen wir uns erstmal. Werkzeuge und so. Fuck, wo kommt der Zombie auf einmal her? Mach du dir mal eine Chestplate? Ah, da hinten liegt noch Gold. Hab ich das? Ja. Du lässt mal alle Sachen rein, werf auch mal alle deine Sachen rein, dann können wir nämlich alles zusammentun und einer nimmt dann das, dass jeder nicht Gunpowder hat und dann haben wir ein Slot. Alles, was ich so drin habe an Wertsachen. Ja, nicht an halt Sachen, die man stacken kann. Ja, hier. Gold. Ja, dann nimmt einer die ganzen von dem und einer von dem alles. Ja, Kohle. Ich weiß, wovon der Zombie kommt. Feuerstein, Kohle, Spinnenauge. Naja, Spinnenauge kann ich mal behalten.
Ja, ja doch, ich, doch, du hast bin auch gerade. Was, was? Da, ich bin gerade irgendwo. Scheiße, Skelett. Kackbratze. Ich mach dir mal eine Chestplate. Ja, Moment. Machst du noch eine? Ja, weil ich habe noch einiges. Du hast Pfeile hier drin stecken. Oh ja. Ja, Mann, jetzt habe ich schon 8 Pfeile. Hier hinten sind 2 Creeper. Ah, ich habe noch einen Eisenbrustpanzer. Geronimo! Hast du mir einen Eisenbrustpanzer gemacht? Ja. Oh, vielen Dank. Ich habe gerade gesagt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war gerade abgelenkt ein bisschen, weil ich... Ach. Du hast sogar gesagt, ich soll einen machen. Mach mal, hast du gesagt, als ich gefragt habe. Ja, ja. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich war gerade hier. Warte. Jupp. Oh. Oh je. Was ist? Nichts. Wir machen uns erstmal eine volle Eisenrüstung. Da oben wartet schon wieder ein Zombie. Ja, Tobi, ich mach dir gerade Stiefel. Ja, gut. Mach dir. Du kommst dann hierher, ja, weil ich habe ein paar Stiefel für dich im Gepäck. Ah, bist schon da? Warte. Hier. Hast du? Ja, danke. Sehr schön. Und neues Schwert brauche ich dann gleich noch. Und das machen wir dann zum Schluss. Oh, fuck, da hinten ist Creeper. Ja, ich weiß, lass ihn erstmal. Ja, und da oben ist schönes Gold. Ah, und hier oben ist noch Kohle. What the fuck, wie viel Kohle haben wir? Ja, ich weiß, das ist mein schöner Vorrat. Ja, den habe ich mir angesammelt, während du ja immer schon vorausgeeilt bist. Ja, das mache ich irgendwie immer. Alter, wo du hier schon überall warst. Ja. Wenn ich da oben abgebaut habe, hast du ja das ganze Minensystem ausgeleuchtet. Achtung, da kommt ein Zombie, Tobi. Ah, ich mach mal kurz fertig, ja. Mach mal. Ey, fuck, mein Minecraft hängt, ich bin abgestürzt. Ich bin raus, ich komm gleich wieder rein. Ja, ich mach dir so lange einen Helm. Wieso kann ich den nicht schlagen? Was ist denn jetzt los? Da braucht eine Weile. Ah. Der packt hier gerade irgendwie rum. Hey, was ist denn hier los? Wieso kann ich ihn nicht schlagen? Hey! Jetzt ist er wieder plötzlich kaputt gegangen. Ja, ich habe ihn getötet. Oh. Du müsstest die Welt noch laden. Ach so. Ich baue gerade noch ein bisschen Eisen ab. Ja. Ich habe es vergessen. Wir dürfen auf jeden Fall keinen Creeper herkommen lassen, weil wenn der unsere Kiste in die Luft jagt, dann sind wir gearscht. Ja, stimmt. Pimmin, komm her. Was, wo bist du? Ah, komm, hier. Ah, ein Helmchen, dankeschön. Hast du noch Holz für mich? Ich habe nämlich noch fast gar nichts mehr. Jo, hab ich. Hier. Danke. Dann nimmst du da nicht die ganze Kohle mit, oder? Ja, ich schmeiß hier nochmal kurz ein bisschen Eisen drauf. Ja, wir lassen uns eben alles durchbrennen. Ja. Wie sieht's mit deinem Schwert aus? Schwert ist noch in Ordnung. Okay. Und Spitzhacke? Hm? Spitzhacke? Spitzhacke habe ich noch eine Eisenspitzhacke voll und ganz okay. Dann eine Steinspitzhacke, die vielleicht noch einen Sach abbaut und dann noch eine, die noch 3 Sachen oder so abbaut, aber ja, Spitzhacke ist eigentlich in Ordnung. Hier, der Kack-Creeper ist weg. Ja. Da hinten ist Marak, der habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, ich baue mal das Gold hier ab. Da hinten ist ein neuer. Gespawnt. Kommt der auf mich zu? Ich hoffe mal nicht. Ah, knapp.
Ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Wird mehr spannender Höhlen-Action. Also, bis dann. Jo. Ciao. Bis dann. Tschüss.